So, erstmal verkaufen wir unseren Gammelfisch. So, der dürfte schon verdorben sein, leider. Scheiße. Na egal. Wir kriegen halt ein bisschen Kohle noch dafür. So, Leuchtturmwärterin. Was willst du? Was weißt du über das Buch in Purpur und Silber? Sie schaudert bei der Erwähnung des Buches. Du fragst mich ernsthaft? Nach all der Zeit? Du weißt, es muss zurückgegeben werden. Sie sieht dich voller Mitleid an. Du musst nach vorn blicken. Um ihretwillen. Aber auch für dich. Übernimm die Kontrolle und werde dieses Ding ein für alle Mal los. Warte mal, holy moly, sind wir vielleicht der Typ? Sind wir der Typ aus der Flaschenpost? Und wenn, wer ist dann der Kollektor, der die ganzen Relikte von uns sammelt? Ist der vielleicht der große Böse in dem Game? Tricky, Alter. Tricky. So, ich weiß. Fast ihn gefahren. So, warte mal, hier vorne könnten wir Glück haben und noch ein Brett finden. Oh Gott, Alter. Überall sind diese Riffe, die hier plötzlich aufploppen. Nee, leider nicht da. Schade. Schade. So, haben wir hier jetzt. Genau den High-Mind-Tick. Genau den High-Mind-Tick. Also, wir machen mal einen kurzen Abstecher hier beim Sammeln. Aber er wird wahrscheinlich nichts zu sagen haben. Könnte ich meine Faust, können wir die Hand für ins Feuer legen? Erzähl mir über dein Buch. Welches Buch? Dieses hier. Mit einem verschlagenen Grinsen zieht er ein verstaubtes Buch von einem Regalbrett und wirft einen Blick auf den Einband. Über Geschichte des der Grauen Insel gibt es nicht viel zu sagen. Eine anstrengende Lektüre. Stell dich nicht dumm, du weißt, welches Buch ich meine. Mich dumm stellen? Deine Heuchelei ist ermüdend. Also müssen wir dieses Spielchen noch einmal spielen. Das Buch der Tiefe erscheint in seiner Hand. In seinem schmutzigen, purpurnen Einband. Los doch, frag schon. Warst du's her? In der Luft zwischen euch glitzern Staubpartikel. Erinnerst du dich nicht? Du warst da. Die Luft um euch herum beginnt zu pulsieren, wie ein in sich beschleunigender Herzschlag. Und sie ebenfalls. Wer? Du wolltest vergessen. Hast mich angefleht. Der Raum knistert. Das ist es, worum du gebeten hast. Gib mir das Buch. Deine Worte hängen im Raum zwischen euch. Du kannst nichts ändern. Das Buch gehört uns. Komm näher. Du kommst durch den knisternden Raum einen Schritt näher. Der Sammler taumelt daraufhin nach vorn. Du hoffst... Was hoffst du zu erreichen? Nimm das Buch. Du schlägst mit der rechten Faust zu und triffst den Sammler hart am Kiefer. Sein Gesicht zerspringt und fällt zu Boden. Du bist erbärmlich. Das Buch der Tiefe liegt in deinen Händen. Du musst eines verstehen, bevor du uns in Verzweiflung stürzt. Ich weiß, wie man sie zurückbringt. Es steht alles auf diesen Seiten. Und du hast seine Macht nun mit eigenen Augen bezeugt. Wir haben die Macht, sie aus ihrem Schlummer zu erlösen. Finde ihr letztes Relikt und wir können alles ungeschehen machen. Alles, was du getan hast. Holy moly, Alter.
Holy moly, ja. Wir haben ihn tatsächlich das allerletzte Relikt noch nicht gebracht. Ah. Nein, mach vorsichtig, Mann. War so schön. Weil... Oh, krass, Alter. Er war halt auch ein Spiegelbild. Sind wir der Typ? Also man hat uns jetzt tatsächlich nicht besonders häufig in dem Spiel gesehen, muss man halt sagen. Am Anfang tatsächlich und jetzt nochmal. Und wir sehen ihn halt schon ein bisschen ähnlich, ne? Also man hat uns bis jetzt nur von der Seite gesehen. Und ihn immer nur von vorne. Und es war ja gerade ein Spiegel, den er zertrümmert hat. Scheiße. Ach je. So, ich bring mal schnell den Hai hier. So, okay. Fällt gut direkt auf. Ja, der würde drin passen. Und in die Mitte kommt 100 pro ein Hammerhai. Hier. Könnte ich wetten. Frage ist, wo kriegt jetzt hier ein Hammerhai her? Wo war denn Ditte? Jemand hatte ich schon mal ihn gefunden, aber... Frag mich mal, wo das jetzt war. Okay, 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 okay. Hallo, Hammer, hi. Wo steckst du? Nee, überall nur kleine Fische. Oh, was haben wir denn hier? Okay, gut. Dann gehen wir jetzt kurz nochmal was abfrühstücken erstmal. Dann können wir nochmal einen Schatz rausholen. Ach. Sorry. Schön, ein Zitrinring. Was auch immer ein Zitrinring ist. Oh, warte mal, hier vorne. Oh, das ist kein... Nee, das ist kein Hammerhai. Schade, aber kein Hammerhai. Nehme ich natürlich trotzdem. Muss ja nicht verkommen lassen hier. So, sehr schön. Hier finde ich anscheinend noch ein Brett und... Dann hoffentlich auch das letzte Metallteil. Und dann können wir unser letztes Upgrade machen. So, sehr schön. Auch nur eins. Ein. So. Und hier vorne. Stahlteil. Ah, ein Forschungsteil. Und da haben wir es. Wunderbar. Wir sind komplett. Hau ab. Gottes Willen. Was? Warum? Durch was ist jetzt mein Rumpf beschädigt worden? Diese Klippen. Eieiei. So, schnell verkaufen. Rums, rums, Hammer. Zur Schiffsbaron, schnell reparieren. Und dann kaufen wir uns jetzt das allerletzte Upgrade. Für 300 Dinger. Und damit haben wir unser Schiff komplett aufgebaut. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal auf jeden Fall Hammer. So, heißt, wir müssen jetzt aber auch keine Baustoffe mehr rausangeln irgendwie. Das ist auch cool. So, hier können wir tatsächlich noch... Einen habe ich noch. Und das wäre auch das letzte. Na, wohl bei der Angel könnte ich die noch freischalten. Aber, uff, ja.
Tatsächlich, ich habe bei der Angel nicht so wirklich Bock drauf. Aber die ist eigentlich nicht so gut. Also was heißt nicht so gut, aber die Angel, die ich jetzt habe, empfinde ich als effektiver im gesamten Bild, den ich hier gerade auf dem Boot habe. So, hier verkaufen wir nochmal schnell. Schuppdiwupp. Allen Schmuck. Ah. Wunderbar. Haben wir hier noch was? So, das kann auch weg. Zurückwerfen. Jawohl, verkaufen wir lieber. So, das verkaufen wir. Schön. Wunderbar. Wunderbar. So, was macht der Dockarbeiter? Redet der schon mit uns? Ja, steht immer noch mit ausdrucksloser Mine am Rand der Docks und redet nicht mit uns. Okay. Kann ich das hier entfernen? Markierung entfernen. So, okay. Machen wir. Schön. So, dann dürften wir jetzt eigentlich... Naja, wir haben noch nicht hier alles abgefrühstückt, definitiv. Wir haben hier das Relikt geborgen, wir haben hier das Relikt geborgen. Hier sind wir auch komplett... Bis auf das große Monster in der Mitte sind wir eigentlich fertig. Ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwie Thema wird. Ob wir dagegen ankämpfen müssen. Hier haben wir alles gefunden. Und hier ist das letzte Relikt. Was wir natürlich noch haben. Wir haben hier auf einer Insel haben wir noch so einen Typen im Mantel. Der will halt noch Fisch von uns haben. Aber ansonsten, denke ich mal, sind wir jetzt hier schon fast im Endgame. Also kurz davor. The next day. Ich habe gestern das Schiff komplett ausgebaut. Und lass mich mal ganz kurz schauen in die Kajüte, in die Missionen. Den seltenen Fisch, den Pelikanaal, haben wir noch nicht gefangen. Tatsächlich, das ist der einzige, der uns noch fehlt. Wir haben eine Flamme von den Statuen gefunden. Und eine Tafel. Und es fehlen noch, wahrscheinlich ist ja hier drei die große Zahl, zwei weitere, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde sagen, wir machen uns auf. Wir machen uns auf dahin. Die Karte habe ich hier auch noch nicht tatsächlich vollständig. Kann man nicht die hier irgendwie... Was? Natürlich total cool, wenn... Ah, das sieht nicht richtig aus. So schon besser. Ja, da fehlt uns anscheinend noch ein Teil. Wir konnten gestern noch zur Wissenschaftlerin, da haben wir alles beendet. Szene. Ja. Wie immer, sorry. ja, und ich würde mal sagen, kohletechnisch sieht es, glaube ich, ganz gut bei uns eigentlich aus, wenn ich mal kurz schaue. Naja, wir haben 2-1, müssen jetzt aber auch nichts weiter mehr aufbauen. Naja, wir müssen letztendlich jetzt nur noch reparieren. Dafür brauchen wir das Geld und eventuell noch für weiteren Stuff, den wir uns kaufen wollen. Wobei ich jetzt nicht gerade so wirklich weiß, was wir uns für Stuff... Wir können uns noch ein besseres Netz kaufen. Ansonsten... Geht, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr so viel Kohle raus. Denke ich. Okay, gut. Wir steuern mal jetzt erstmal nochmal Teufelsgrad an. Ich hätte mich auch wirklich gestern noch sehr ärgern können. Weil ich den Schlangenaal gefangen habe. Den der Typ mit der blauen Kutte will. Und ich habe ihn verkauft. Bin irgendwie auf alles verkaufen gegangen und... Oh, und weg war es alles. So richtig ärgerlich. So richtig ärgerlich. Bessere Scheinwerfer. Gibt es denn bessere Scheinwerfer? Nee. Es gibt bessere Scheinwerfer. Moment. Müssen wir ganz kurz hier mal ein kleines Stück Visite machen. Also Speed haben wir jetzt schon echt gut drauf. Was ich sehr schmerzhaft in den Mangroven gespürt habe. Und jetzt auch Teufelsgrad, das ist eigentlich genau das gleiche. Ne? Irgendwie, du rammelst ständig überlegen. Ständig. Schiffsbauerin. Lampen. Oh, Alter, was ist das denn? Glühlampenfeld. Na, holy moly. 3000 Lumen, 40 Meter. Das Ding macht 25 Meter mit 1,8. Das macht 2100 Lumen, 30 Meter. Ja, geil. Kauf ich. Haben wir. Alle die Nacht. Also jetzt können wir uns noch eine zusätzliche Lampe kaufen. Ne? Hier unten werden wir jetzt keine weiteren Felder mehr bekommen, weil wir sind komplett ausgebaut. Dann holen wir uns jetzt hier noch so eine Lampe.
Und dann sind wir auch relativ hell unterwegs. Yes! So, angeltechnisch. Wir könnten jetzt halt überlegen, bei dem Netz, Herr Junger, würdest du mir zu irgendeinem Netz raten? Wir haben, was haben wir bei dem hier? Hier haben wir Küstennähe ozeanisch, 3 Tage. Küstennähe Flachwasser. Also wir sind schon viel jetzt ozeanisch unterwegs. Nee, eigentlich sind wir jetzt, wir sind überall unterwegs. Vulkanisch natürlich auch viel. Mangroven Flachwasser, vulkanisch Küstennähe. Ja, ozeanisch, vulkanisch wäre eigentlich jetzt ganz geil. Aber selbst denn ist halt doch die Frage, irgendwas muss dran glauben. Nee, warte mal, ich könnte hier so, ey, ich kann hier noch ein Netz runtersetzen. Wie geil ist das denn? Dean, hello! Hi, willkommen! So, na, ich glaube, also Mangroven Flachwasser würde ich jetzt mal nicht mehr sagen. Ich glaube, bei den Mangroven wissen nicht, ob wir da noch groß hin müssen. Die sind zu groß, dann würde ich dort setzen. Weil wir sind jetzt vulkanisch unterwegs. Und Küstennähe ist eigentlich auch ganz gut. Wieso kann ich denn das hier nicht hinsetzen? Nein, die kannst du nur hier hinsetzen. Ich kann es nur hier hinsetzen. Okay, aber weil, Moment mal. Ach, jetzt muss ich jetzt alles umbauen, ne? Okay, hier kann ich. Na, warum ist denn aber auch die Angel hier drüben gewesen? Das ist ja seltsam. Na gut, okay. Mir zählt halt ein bisschen Zeit drauf. Egal. Nein, nein, weil das hier unten Angelplätze sind. Das sind Angelplätze, das sind ja keine Fischnetzplätze. Oh no. Ach, so ein Murks, ey. Das ist blöd. Das ist blöd. Das sowieso nicht. Aber ich brauche doch. Ich brauche das Ding für ozeanisch auf jeden Fall. Ach, Scheibenkleister. Ja, du musst ein bisschen umschieben. Das andere. Das ist nur Flachwasser. So, was? Ja, okay, Mangroven. Okay, auf Mangroven kann ich zur Not verzichten. Irgendwie. Das würde gehen. Wenn ich hier jetzt die Angel nehme, habe ich ozeanisch, dann könnte ich auf die Rolle verzichten. Ja, obwohl Abyssal und Tadal fehlt mir denn. Ach, das ist alles. Mann, das ist aber ärgerlich. Das ist aber ärgerlich. Weil ich denke mal auch, wenn ich jetzt. Damit kann ich auch natürlich nichts Ozeanisches fangen, ne? Sondern halt nur vulkanisch und Küstennähe. Das ist blöd. Das ist jetzt blöd. So, und hier kann man nur sagen: Verbau die mal, dann können wir halt ein bisschen schneller angeln irgendwie. Küstennähe und Flachwasser, wir brauchen es dafür nicht wirklich. Aber. Was war am Hammer? Ah, ich bin zwiespalten. Schade, ey. Warum sind denn das Angelplätze? Warum sind denn das nicht auch Netzplätze? Das wäre doch zu schön. Dann könnte ich mich richtig vollwappen. Also Moment, kann ich jetzt das? Ah, okay, okay. Okay, gut. Ich dachte jetzt tatsächlich nicht, dass ich damit auf den Netzplatz gehen kann. Aber, ey, cool. Sorry, ja, zu kompliziert gedacht. Yay, schön, alles klar. Wir haben jetzt also noch zusätzlich zu unserem ganzen Kladatsch, können wir jetzt mit einem Fischernetz arbeiten. Ich freue mich. Yay, das wird toll. Okay, und es ist wieder Nacht. So, jetzt müsste aber die Butze ordentlich hell sein hier, mein lieber Herr. So, Netz fahre ich mal hier und plopp. Yay! Cool. Okay, dann machen wir mal. Bin ich richtig? Nein. Wir müssen da lang. Okay, auf geht's. Du. Bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, ob ich, na gut, hier will ich jetzt wieso nicht fangen, sondern ist ja nur Flachwasser.
Nee, auf geht's. So, und Merlin. Hallo, Merlin. Den nehmen wir mit. Was? Noch ein? Oh, schön. Wunderbar. So, weiter geht's. Es wäre ja wirklich cool, wenn ich jetzt mal den Schlangenaal auch relativ schnell bekommen würde. Und was ist das hier eigentlich? Waren wir hier? Hier waren wir auch noch nicht, ne? Oh Gott. Gefühlt waren wir an so vielen Stellen noch nicht. Puh. Oh. Was? Entstellter Rochen ist uns ins Netz gegangen. Okay. Oh, coole Wahl, ey. Wie geil. So, ein Plan für die Zukunft. Buch wurde fertig gelesen. Schön. So, okay, hier kann ich an Land gehen. Würde ich jetzt aber gerade mal kurz nicht machen, weil ich würde erstmal die beiden Merlinen schnell verkaufen. Na gut, aber erstmal dredgen wir mal schnell den Schatz hier hoch. Hey Asse, nanu. Ja. Ja, es ist leider, es ist über mich gekommen. Ich habe so Bedürfnis nach Dredge und nach euch gehabt, ihr Lieben, dass ich nicht innehalten konnte. Und ich musste leider, ich will ja nicht alleine zu Ende spielen. Ich will ja, wenn, mit euch zusammenspielen. So, deshalb. Ein Stream. Ein weiterer Überraschungsstream. Wir streamen das Wochenende hier durch. So, okay. Gut, hier müssen wir natürlich wieder auf diese blöden Piranhas aufpassen. Und den dritten haben wir. Sehr schön. Die Körbe sind auch wieder voll. Perfekt. So, was? Oh, schön. Die Merlinge bringen immer richtig gut Geld. So, Netz haben wir. Hä? Jetzt haben wir ein Spiel? Na, du? Darf ich denn jetzt nicht einfahren? Netz sind. Achso, die sind jetzt. Achso, was im Netz drin war, wurde auch automatisch gleich mitverkauft. Ah, verstehe. Ja, okay. Gut, hier sind wir jetzt gerade noch auf dem Weg, uns wahrscheinlich ein bis zwei. Benötigt eine Reparatur. Das sind aber auch wirklich ein paar widerliche Biester, ey. Also, die sehen echt fies aus. Einsammeln. Oh, da ist der Mutterfisch. Alles bitte einsammeln. So, weil ich denke, wir werden die Körbe noch brauchen. Also, wir werden sie definitiv noch brauchen. Weil für die Flammen brauchen wir Fischaufwand. Mutti, hey! Hi! Willkommen beim Dredgen. So, verkaufen wir mal schnell. Bada bom, bada ben. Und wir reparieren schnell. Oh, das geht ja wirklich. So, okay, lass mich kurz mal auf die Karte schauen. Hier finden wir weitere Flammen. Die Frage ist jetzt, wo finden wir weitere Tafeln? So, hier wird wahrscheinlich das Relikt versteckt sein. Und, okay, wir können ja mal erstmal probieren. Warte mal, ich brauche noch erstmal schnell wahrscheinlich wieder Dynamit. So, okay, und los geht's. Dann schauen wir doch mal. So, hier würde ich aber natürlich gerne mal. Das ist so. Weit wie möglich von diesen kleinen Häschen Mist-Piranhas wegpinnen. So, und dann sind hier überall diese kleinen Viecher. Das ist ärgerlich. Haben wir Rochen? Muss mich jetzt mal. Gott, da sind sie ja schon alle. Sind echt krasse Umwege, die ich jetzt hier gerade irgendwie mit meinem Boot mache. Aber kann man jetzt irgendwie. Oh, warte mal, hier können wir. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was haben wir denn da? Ich glaube, das könnte eine weitere Tafel vielleicht sein. Benutzen wir die Sprengladung. Und hin damit uns. Ja, das ist eine weitere Sprengladung. Schön, 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 schön. Wunderbar.
Schön, die müssen wir zum, also nicht zum Sammler bringen, sondern zu dem anderen Knilch. Ach Gott, die Penne. So, und die locken halt diesen fetten Mutterfisch her. Haut ab. Haut ab. Warte mal mehr hier, ey. So, warte mal, hinten glänzt es. Oi. Oh, da ist er. Oh, ganz weg. Oh, wer bist denn du? Ah, schade. So, Creedy. Creedy, wie ich bin. Muss ich, na, das können wir nicht entnehmen lassen. Mal kurz einen Blick auf die Karte. So, wo könnten die anderen sein? Also es ist ja ganz gut, irgendwie, wir merken ja jedes Mal anhand... Nochmal, da ist ein großer Hai. Anhand dieser goldenen, ja, wie soll ich sagen, irgendwie Sparkles, die da über dem Wasser sind, so Funken, wo eventuell eine Steintafel sein könnte. Ist aber nicht schön gepackt hier. Ist aber nicht schön gemacht. So, du mal weiter. Da! Hallo! Hallo! So, hier komme ich aber nicht bis schlecht rein. Was ist denn jetzt los? Ich wollte gerade sagen, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Warum? Ah, Mist. Okay, hier müssen wir uns reinspringen. Warte mal, wo sind wir überhaupt? Hier sind wir. Okay, alles klar. Gut, dann lass uns mal schnell. Warum komme ich hier nicht weg? Die halten mich, ne? Kann das sein? Natürlich schlüpft jetzt wieder etwas in meinen Rumpf. Und fort. So, aber wenn wir über diese wunderbaren Blubberbläschen rüberfahren, sind wir diese kleinen Mistpiranhas los. Das ist geil. Das müssen wir uns zunutze machen. Weil die verlangsamen uns wirklich drastisch. Oh Gott, ist das hier. Ich sehe ja nicht mehr. Wo ist meine Sonnenbrille? Da geht's zum Fisch. Netz wieder ausfahren. Ja, okay. So, ist tatsächlich die Sache mit dem Fischernetz ist jetzt noch neu für mich. Irgendwie, dass ich das ständig passiv bei habe oder beziehungsweise rausfahre, muss ich mir noch mal erstmal einkriegen ein bisschen. So, haben wir. Und zeig mir bitte, hoffentlich hast du Sprengstoff. Mhm. Mal ihn. Immer nur ihn. Wenn ich jetzt aber umschalte, ist das Netz immer noch draußen. Sehr schön. Und wenn ich schneller fahre, fange ich dann schneller Fische? Theoretisch ja. So, okay. Also diese Piranha mögen diese heißen Quellen nicht. Zerfledderte Makrele. Ja. Und sprengen an und benutzen. Auf geht's. So, ich würde aber ganz gerne nochmal schnell erstmal den kleinen Scheißer hier loswerden. Hallo, heiße Quelle. Wo bist du? Aber ist echt cool mit dem Netz. Ach, hier. So, kurz den Piranha verarscht. Mal im Kreis gefahren. Rumpf beschädigt. Man muss echt so vorsichtig sein mit diesem Boot. So, und da haben wir... Oh, wow. Und ich denke, es werden drei sein.
So, vorsichtig raus. Nehmen wir uns hier nochmal so ein Hässchen Vieh. Na, da, 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 da. Oh, nee, ich verstehe. Tja, und dann könnten wir mal ganz kurz zum, zum Antiquitätenhändler zurück. Ding! Ach, zack mal. Oh, 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 Moment mal, Moment mal. Ja, das sind sie. Schlangenmakrele, super geil. Komm, gleich noch eine. Oh, noch so eine Hüte. Trophäe. Wir holen uns noch eine. Wer weiß, was uns wieder hier in den Rumpf reinklettert. So, und jetzt müssen wir zu dem Typen mit der blauen Kutte. Wo zur Hölle auch immer der war jetzt. So, wir ballern mal los. Da, 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 da. Ich glaube, das Netz hat von der Größe her auch eine gewisse Kapazität, ne? Wir können jetzt auch nicht alles irgendwie, das, wir können jetzt da nicht unendlich Fische drin fangen, ne? Nicht der Meinung. So, hier ein Stahlspitz. Anderer Fisch. Hoppala. Das war knapp. Die Rennpullart, hey! Hi! Schön, dass du da bist. So, joi. Wo war der? Der saß doch hier, oder was, wa? Der saß doch da irgendwo. Der Schelm. Und warum ist überhaupt Licht aus? Waff, lass mal hier den Flutscheinwerfer anmachen. Uiuiuiuiuiuiui. Ah, nicht irgendwo ihn, bitte. Das brauchen wir jetzt nicht. Sechs Fischer, ey, das ist echt geil. Mit dem Netz. Oh, guck dir jetzt diese Insel hier. Ach, schon wieder so eine Phantominsel. An. Der Wellengang ist ganz schön hoch. So, war das hier? Der war doch hier, ne? Nee. Nee, voll. Nee. Oh no. Oh, schade. Naja, was halt. Okay. Fort. Haben wir ein Hai. So, lustiger Mann mit der Kapuze. Wo bist du? Oioioioioi, hier ist er. Beinahe gestehen. Sie zeigt auf das Bild eines Fisches auf einer dritten Schriftrolle. Es ist die Schlangenmakrele. Und hier hast du sie mal. Großer, lass sie dir schmecken. Kaum hat der Fisch die Hände verlassen, bohren sich bereits splitterige Nägel durch sein Fleisch. Das Herz wird herausgerissen und verzerrt. Die Gestalt hebt den Kopf, um dich anzusehen. Sie zieht ein Buch aus dem Inneren ihres Gewandes und gibt es dir. Hunger. Sie kreuzt die Arme vor der Brust und scheint in einen tiefen Schlaf zu fallen. Yeah! Und wir haben ein Buch bekommen! Yay! Falschen und Tauschen, der Leitfaden. Wurde gelesen, gibt uns wieder einen weiteren tollen Buff. So, weiter geht's. Ja, Netz bringt wirklich echt eine Menge, ey. Aber tatsächlich weiß ich jetzt nicht, ob ich es jetzt schon... Oh, da ist der Hai. Nein, eine Steintafel ist über Bord gegangen? Oh, no. Nein. Oh, das ist doch scheiße. Das ist nicht cool. Ach, Mann, ich wollte jetzt gerade wieder abheben hier. Blöder Geisthai. Händler. Oh, hallo!
Zeig ihm die Steintafel. Der Händler nimmt dir die Steintafel ab und legt sie neben die anderen auf den Tisch. Wenn man das Alter des Steins und die Form der Symbole berücksichtigt, könnte man meinen, dass die Stücke zusammengehören. Ich bewahre sie auf, bis du noch weitere Teile findest. Sieht so aus, als würden sie ein Viereck bilden. Wenn das stimmt, dann fehlt nur noch ein Teil. Es ist mir gerade über Bord gegangen. Wo findet das jetzt? Ist das jetzt respawned an dem Punkt oder was? Oh, Mann. Ah. Warte mal, könnte ich genau was verkaufen? Warte mal. Alle Schmuckstücke verkaufen? Ach, da ist noch die Dublone. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Verdammte Axt. Ach, Mist. Wieder gerade jemand ins Fresskoma gefallen? Als Typ mit Kapuze? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, neun Fische im Netz. Supergeil. Das ist. Jetzt bin ich mal gespannt. So, der Hai ist weg. Ist ja wunderbar. Ja. So, wir gucken mal kurz. Im Netz haben wir neun Fische. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Fracht. Verkaufen. Bada bam, bada boom. Das ist richtig cool mit dem Netz. Das ziehen wir jetzt weiter so durch. So, wir lassen natürlich noch eine kleine Reparatur kommen für 124. Und dann müsste ich mal wieder quasi gucken, ob ich jetzt da irgendwo die Steintafel finde. Ey, das ist echt ärgerlich mit dieser Steintafel. Aber wisst ihr, was wir zuvor machen? Ich hole mir hier hinten Dynamit. Sag mal, Junge, sind hier eigentlich noch weitere Typen mit... dreiköpfiger Kabel, ja. Seien wir bei Simpsons, der Teufelsfisch. Sind hier noch weitere Leute mit Kutter untergekommen? Oder ist das ja eins hier? Yay! Und? Bam, da kommt der Pottwal und holt sich den... Polypen. Vier? Ich hab noch vier weitere? Also, ich hab noch drei weitere? Ach du Schande, ey. Wo sind die denn? So. Gib mir all deinen Sprengstoff, mein Freund. Walfangstation. Was haben wir denn, Sprengstoff? Ja. So, fette Shoppingtour. Ich nehme alles. Alles. Bei jeder größeren Inselgruppe ein, so ungefähr. Okay, also die müssen wir natürlich noch finden. Die müssen wir noch finden. Also die Intention ist natürlich, alle zu schaffen hier in diesem Spiel und alle zu machen. Ja, so die obligatorischen 100%. Nicht mehr, nicht weniger. So, heißt also, hier eventuell könnten wir was finden. So Standalone da hinten, wa? Das Mistvieh schon wieder. So, ich habe hier auch noch einen Steg gesehen. What is this? Mit dem Boot. Was haben wir denn hier schön? Waren wir hier schon? Okay, anlegen. Fotografin. Verzeihung, aber kannst du mal kurz aus dem Weg gehen? Du stehst mir im Bild. Du trittst zur Seite. Ein paar Sekunden später seufzt die Fotografin frustriert auf und murmelt leise vor sich hin. Nein, das klappt einfach nicht. Was ist denn los? Der Winkel des Objektives passt einfach nicht. Damit gelingt mir niemals eine gute Nahaufnahme. Und die anderen, ich fürchte, die sind über Bord gegangen. Sie seufzt erneut auf und blickt dann nach Westen. Ich bin vom Sternbecken aus losgesegelt und wollte mich dann durch eine Engstelle zwischen zwei Inseln manövrieren. Und dabei rannte ich irgendein Riff. Ich dachte, ich hätte hinter mir im Wasser etwas gehört und traute mich also nicht, Anker zu werfen. Wenn du mir dieses Objektiv wieder beschaffen würdest, dann... Sie wühlt ihre wenigen verbleibenden Habseligkeiten. Ich habe hier noch eine Kamera, die ich nicht brauche. Du kannst sie haben, vorausgesetzt, du findest dieses Objektiv. Ich werde auf der Karte markieren, wo ich sie wahrscheinlich verloren habe. Okay, dann bekommen wir eine Kamera. Wofür können wir denn eine Kamera benutzen? Wofür ist denn jetzt... So 30 Sekunden vor Ende, wofür ist eine Kamera jetzt hier? Das ist ja geil. So, hier haben wir noch einen Schatz. Ja, wir haben tatsächlich auch immer nur jetzt so
die ganzen großen Inselgruppen irgendwie angesteuert. Und die ganzen kleinen, die haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Die hier zum Beispiel. Die. Mal gucken, ob wir hier jetzt ebenfalls nochmal so einen Akolyten finden. Da vorne ist was. Ha! Ha! Ja, ne, wenn man von Selvien spricht. Hallo! Du näherst dich einer Gestalt mit Kapuze. Sie ist fast völlig von einem schmutzigen, goldfarbenen Gewand verhüllt. Nur die welken, geschwärzten Hände sind zu sehen. Fischersmann, Tiefe, Rufe, Antworten. Ihre Stimme klingt, als hätte sie Wasser in der Lunge. Eine Antwort. Die Gestalt mit der Kapuze hält eine Schriftrolle hoch, sie tippt auf ein Bild und es ist der Stachelbückling. Der rote Schnapper, den hatten wir auch schon mal ein paar Mal. Warte mal, haben wir vielleicht den im Netz? Schade, wäre schön gewesen. Aber nein. Okay, wir haben auch noch eine Nachricht, die wir lesen können. Okay, er will also den roten Schnapper haben. Und wir sind hier in dieser Gruppe. So, roter Schnapper. Oh, das ist schon beim Sternbecken, okay. Also irgendeine Enge am Sternbecken. Muss mal kurz schauen. Tja, vielleicht hier? Hier ist ja so eine Enge. Vielleicht hat sie hier ihr Boot versemmelt. Ah, hier. Nee. Da, wo das rote Kreuz ist. Wahrscheinlich eher. Okay, dann lassen wir mal dahin düsen. Ihr Boot. So, was haben wir hier? Das habe ich auch noch nicht gesehen, irgendwie. Ein Steg, wo so ein Wirbel drumherum ist. Ein Lager? Neben dem Dock liegt ein verlassener Lagerplatz. Jemand hat dort seltsame Symbole in den Sand gekratzt. Was möchtest du tun? Suche das Lager ab. Ein sehr raues und ausgeblichenes Stück Stoff. Zusammengesackt über einem hölzernen Stützen. Daran ist nichts Bemerkenswertes. Tja, was möchtest du tun? Untersuche das Symbol im Sand genauer. Die Symbole ziehen sich gewunden über den Boden des ganzen Zeltplatzes. Manche scheinen sich zu Wörtern zu gruppieren. Um jedes Wort finden sich frische Fußabdrücke. Das letzte Symbol scheint unvollendet. Sieh dir das letzte Symbol genauer an. Aus dem Sand blitzt ein metallischer Gegenstand. Ein metallisches Glitzern hervor. Du nimmst das Objekt auf. Es war ein Ring mit einem Smaragd. So, und dann inspizieren wir natürlich noch die Fußabdrücke. Wer immer diese Fußabdrücke hinterlassen hat. Die Person war barfuß. Die Abdrücke sind groß und breit, was darauf hindeutet, dass es sich um einen Mann handelte. Allerdings verstehst du nicht viel von Fußabdrücken. Es könnte also auch einfach ein umgekippter Stock gewesen sein. Wer weiß schon. Was wissen wir von Fußabdrücken? Okay. Schön. So, hier war das, ne? Ja, voll. Perfekt. Oh, das sieht nach einem gekenterten Boot aus. Dann lass uns mal hier kurz nach dem Objektiv schauen. Okay, hier waren wir schon. In dem Ding waren wir schon dran. Ah, vielleicht wird es hier sein, ne? Oder da vorne. Und ein Kelch. Also der war auf jeden Fall nicht. Aber wir nehmen es. So, hier wahrscheinlich bei den Kisten finden wir jetzt das Objektiv. Eine Ansammlung von Koffern, die an den Strand gespült wurden. Einiges sind aufgesprungen. Der Inhalt ist im Meer verschwunden. Suche nach Wertsachen. Oder Ausrüstung. Das sieht gut aus.